Oh, hallo. Happy Birthday, Mr. John Winston Ono Lennon. Heute hätte John Lennon seinen 80. Geburtstag. Er wurde 1980 am 9. Dezember von einem Wahnsinnigen namens Mark David Chapman. The Devil Made Me Do It ist der berühmte Satz, den er sagt in der Zeitung. Und versucht seit Jahren wieder rauszukommen, aber Yoko hält da einen Daumen drauf. Das ist mal eine gute Sache von Yoko. John Lennon wurde am 9. Dezember 1980 erschossen in New York. Ich sah das im Fernsehen heute am 8. Er wurde am 8. Dezember erschossen und am 9. Oktober heute ist sein Geburtstag. Ich sah das damals im Fernsehen, hat meine Mutter gefragt, was ist denn da los, warum weint New York, warum ist Ausnahmezustand. Sie hat mir erklärt, wer John Lennon war und hat mir das blaue Album der Beatles mitgebracht aus ihrer Schule. Und da hat sie mir das Bild gezeigt von John im Treppenhaus mit dem Bart und dann fand ich aber das Bild cooler, wie er jung war und den Pilzkopf hatte und so und frech war. Und da hat sie mir das rote Album gegeben, weil das ist das junge Beatles-Album. Und dann habe ich die falsche Seite aufgelegt und es machte Blum, blum, she loves you, yeah, yeah, yeah. Und ich bin 3 Stunden im Kreis gelaufen, yeah, 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 Der Gedanke von Paul und John war, wir machen die Mädchen wild, indem wir unsere Haare schütteln und machen. Manchmal sind es ja einfach Ideen, die zählen. Und dann habe ich das gehört und war seitdem John Lennon Freak. Happy Birthday, Mr. John Lennon. Und ich habe da ein bisschen was nicht vorbereitet. Ich mache das einfach mal für meine Mutter, für meine Mu. Ja. Das hier ist Imagine auf Deutsch. Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz.